In fröhliche Kinderaugen konnte man kürzlich beim Betreten der Turnhalle in der Schapongstraße sehen. Durch die vielen bunten Kostüme wurde klar, der PSV 90 Dessau hatte wieder zum alljährlichen Kindergartenfasching eingeladen. So kamen Kinder und deren Erzieher aus verschiedenen Einrichtungen zusammen, um ausgiebig zu feiern. Ja, also wir feiern ja traditionell den Kindergartenfasching mit unseren Kindergartenkindern, die bei uns eben Sport treiben. Die fünfte Jahreszeit schon seit 20 Jahren, sage ich mal. Sonst sind wir bei uns in der Turnhalle in der Heidestraße. Ist aber leider vom Umbau her etwas schwieriger geworden. Wir haben auch nicht mehr so viele Leute, deshalb sind wir jetzt hier und machen das immer traditionell, die Woche, wo Aschermittwoch ist. Und haben jetzt schon seit Montag hier viele lustige Kinder erlebt in ihren Kostümen, die dann hier eine schöne Zeit erlebt haben. Besonders beliebt bei den Kids war der Stuhltanz oder das Klettern und Rutschen auf der großen Hüpfburg. Spiel, Sport und Spaß standen voll im Mittelpunkt. Natürlich war auch für eine kleine Stärkung gesorgt. Nach einem Becher Fassbrause, Obst und Keksen durfte dann wieder getobt werden. Auch die Kinder des Kinderlands am Seegarten hatten Freude an der Faschingsfeier. Ich bin der Spider-Man. Ich wollte mich so verkleiden. Heute war ich auf die große Hüpfburg. Dann mal auf die kleine Hüpfburg. Und dann, wo die Rutsche ist, wo die blauen Dinger so dran sind. Als Hexe, denn das ist mein Lieblings-Faschings-Kostüm. Ich habe mich da als Fee verkleidet. Mein Zauberstab habe ich so aus vergessen. Also ich habe heute schon getanzt. Da war ich noch spielen, konnte mich bedienen lassen. Naja, heute ist ein schöner Tag. Der PSV feiert die fünfte Jahreszeit seit über 20 Jahren schon. Von Anfang an mit dabei ist der Kindergartenfasching. Da beachtet das Team um Hochhäusler immer wieder auf besondere Highlights. Unsere Höhepunkte sind im Prinzip in drei Bereiche aufgeteilt. Zum einen haben wir hier, was wir im Hintergrund sehen, unseren Spiel- und Spaßbereich, wo die Kinder eben rutschen können, wo sie springen können und sich halt mal so richtig nach Herzenslaune vergnügen können. Dann hören wir im Hintergrund Rucki Zucki, unser sortierter Spielbereich, wo es auf Geschicklichkeit drauf ankommt, auf Schnelligkeit, Auffassungsgabe und nach all dem Ganzen, wo man sich eben ein bisschen ausgepowert hat, auch unser Bereich, wo wir zur Ruhe kommen können, der Versorgungsbereich, wo es eben Fassbrause gibt und Kekse und eben auch Obst und Gemüse. Was jetzt noch ansteht, ist die Faschingsparty für die Erwachsenen am 13. Februar. Wenn Sie sich den Klassiker keinesfalls entgehen lassen möchten, dann schauen Sie doch einmal vorbei. Ab 20 Uhr in der Turnhalle in der Schöpfungsstraße. Party, Spaß und gute Laune sind garantiert.